Kollege Dr. Birgit Bischoff, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, heute ist ein guter Tag für die klassische Meisterausbildung, aber es ist kein guter Tag für Schülerinnen und Schüler in den sozialen Berufen. Die Linke hatte bekanntermaßen in den Verhandlungen zur AFBG-Novelle vor allem ein Problem in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben gesagt, die künftige Aufstiegsfortbildungsförderung muss auch Erzieherinnen und Erziehern vollständig zugutekommen. Ja, das Aufstiegs-BAföG ist ein erfolgreiches Instrument für die Förderung von Fachkräften in der klassischen Meisterausbildung. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Durch die vorliegende Reform wird es weiter verbessert, nicht unerheblich, das muss man zugestehen. Aber das Aufstiegs-BAföG ist nur ein halbgares Instrument zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, die in einer vollzeitschulischen Ausbildung unterwegs sind, darunter eben auch künftige Erzieherinnen und Erzieher. Was ist die Situation von den Schülerinnen? Sie bekommen im Moment nur keine regelhafte Ausbildungsvergütung, das heißt auch im Übrigen anders. Sie müssen nicht selten auch noch Geld mitbringen für ihre Ausbildung, nämlich dann, wenn sie in freien Schulen lernen. Und sie absolvieren ihre Ausbildung damit nicht selten unter prekären Bedingungen. Das heißt, sie laufen zum Amt, um Wohngeld zu kriegen. Sie versuchen, die 600 Stunden vorgeschriebenes Praktikum vor der Ausbildung irgendwie mit dem Jobcenter zu dealen. Und das ist keine leichte Übung, diesem Vorrang von Vermittlung zu entkommen, dem Vermittlungszwang. Oder sie müssen neben der Ausbildung eine zweite Fachfremde, einen Fachfremdenjob ausfüllen. Vor allem für Quereinsteigerinnen und Späteinsteigerinnen und Einsteiger mit vielen Problemen ist diese Ausbildung mit vielen Problemen und Barrieren verbunden, denn sie können schon allein aus Altersgründen das BAföG nicht nutzen. Die einzige Ausnahme ist im Übrigen das Förderprogramm des Bundes für Quereinsteiger. Da hat es der Bund gezahlt. Das ist zum einen, meine Damen und Herren, ungerecht, wenn man mal vergleicht mit der dualen Ausbildung. Dual Auszubildende können von einer Mindestausbildung leben, damit frei und selbstständig agieren und lernen. Und es ist ein Anachronismus. Wenn wir den Ganztagsanspruch einführen, dann brauchen wir laut verschiedenen Prognosen mindestens 300.000 zusätzliche gute Fachkräfte. Und gute Fachkräfte, meine Damen und Herren, sind der Dreh- und Angelpunkt für frühkindliche Bildung. Und ausgerechnet diesen Fachkräften legen wir Steine in den Weg bzw. räumen sie nicht aus. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Das ist keine verantwortliche Bildungspolitik. Begründet liegt dieses Übel in dem Gesetz, was wir jetzt gerade novellieren, nämlich in dem Begriff Fortbildungsdichte, 70% Fortbildungsdichte, so der gesetzliche Begriff ist gefordert, ist die Bedingung für das Aufstiegs-BAföG. Und es ist eben nicht so, dass das Aufstiegs-BAföG, Frau Ministerin, genau die Verquickung von Theorie und Praxis fördert, sondern es wird nur die sogenannte Theorie, nämlich nur die Anwesenheit in der Fachschule für diese Schülerinnen und Schüler gefördert. Und bei Schülerinnen in den sozialen Berufen geht diese Trennung nicht. Die müssen nämlich in ihrer Ausbildung ein Drittel im praktischen Feld sein. Das gehört festgeschrieben verbindlich zur Ausbildung. Genau genommen sind sie eigentlich 100% in der Fortbildungsdichte, wenn man beide Lernorte, die zur Ausbildung verbindlich dazugehört, als normal sieht und förderfähig denkt. Nun stellt man sich mal vor, Lehramtsstudierende würden für die Zeit, in der sie schulpraktische Übungen machen, einfach das BAföG gekürzt bzw. gar nicht gezahlt. Das ist ein Unding und das ist keine verantwortliche Politik. Nun wird immer gesagt, wie auch heute, besonders Schülerinnen und Schüler in den sogenannten sozialen Berufen könnten von dieser Novelle profitieren. Ich finde das sehr ärgerlich, weil zum einen ist in diesem Gesetz, in dieser Novelle gar nichts verändert worden zugunsten der sozialen Berufe oder der Ausbildung dabei. Und dann ist es eigentlich auch immer nur die Hälfte der Wahrheit, weil verschwiegen wird, dass das dritte Jahr der Ausbildung gar nicht gefördert wird. Und bezahlte Praktikantinnenstellen sind rar, meine Damen und Herren.
oder aber in der sogenannten praxisorientierten oder integrierten Ausbildung ist über 3 Jahre meistens keine Förderung möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, Sie hätten die Chance gehabt, diesem ein Ende zu bereiten. Ich finde es im Übrigen fair, Frau Bass, hier uns zumindest nicht die Taschen voll zu hauen, sondern einen Zustand, der ärgerlich ist, auch als solchen zu benennen. Ich weiß nicht, was Sie wirklich davon abgehalten hat. Man hätte die Ausbildung unmissverständlich als förderfähig ins Gesetz nehmen können. Man hätte auf den Vorschlag der Länder eingehen können, die Fortbildungsdichte zu senken auf 60%. In der Anhörung haben sich viele Angehörte, viele Experten genau diesen Vorschlägen angeschlossen. Die haben sie in den Wind geschrieben. Das ärgert uns maßlos. Das ärgert mich auch maßlos. Und was nun stattdessen geplant ist, meine Damen und Herren, die Bildung von Arbeitsgruppen, Evaluationsrunden, mal abwarten, wie die Länder die künftige Ausbildung entwickeln. Sie wollen warten, bis die Länder etwas zusammenfriemeln und wir alle miteinander wissen, das dauert Jahre. Die jungen Leute bleiben bis dahin mit ihren Problemen allein. Sie machen es künftigen Erzieherinnen und Erzieher, die wir wirklich dringend brauchen, maßlos schwer, sich für eine solche Ausbildung zu entscheiden, vor allen Dingen für Quereinsteiger. Sie sind von Eltern abhängig oder aber müssen weiter in prekären Verhältnissen ihre Ausbildung absolvieren. Das geht gar nicht, und deshalb werden wir diesem Gesetz nicht zustimmen. Für